Freunde, ich bin ein totaler Vollidiot. Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Oblivion Realistic Mode. Ich habe gerade gesehen, dass die gute Chanel gar nicht in den Ostturm, sondern in den Westturm gegangen ist. Hallo. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns doch da mal um. Das macht natürlich einen geringen Unterschied. Wenn ich da dann doch nichts finde, dann würde ich sie gerne dennoch, ehrlich gesagt, ja, was soll ich sagen? Ich würde sie gerne beschuldigen. Einfach weil, ich weiß nicht, der Typ, der trinkt, ich meine, warum sollte er das klauen? Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Das wäre auch viel zu einfach, das wäre zu offensichtlich. Oh, wo geht's denn hier hin? Da ist ein Bild. Ich habe ein interessantes Gemälde in einem verborgenen Bereich des Westturms entdeckt. Jemand im Schloss scheint ein Maler zu sein. Ich glaube, ich sollte nach weiteren Spuren suchen. Ja, das ist dann ja wohl die Chanel, die Malerin. Aber warum sollte sie deswegen das Gemälde entwendet haben? Vielleicht hat sie ja das Gemälde gemalt und wollte es dann für sich entnehmen. Ist hier was drin gewesen? Nee. Billiger Wein. Farbpalette. Nun gut. Gehen wir mal wieder zurück und reden mal mit Chanel. Wir wissen ja, sie ist die Einzige, die da relativ häufig gewesen ist. Wie geht's? Ja, mir geht's gut, vielen Dank. Wo ist denn die Chanel überhaupt? Ich glaube, ihr Gemach war hier drüben. Nee, hier nicht. Hier war das, glaube ich, oder? Chanels Quartier, genau. Hallo. Seid erneut gegrüßt. Das gestohlene Gemälde zeigt, er war freundlich. Sie scheint uns nichts Neues zu sagen. Also in diesem Part würde ich sehr gerne dann auch diesen Fall abschließen, einfach damit wir weiterkommen. Okay, also hier ist ja diese Malstube gewesen, ne? Farbpalette, Sack. Ich bin auch eben noch ein bisschen rumgelaufen, habe aber nichts gefunden. Das ist jetzt praktisch ein ziemlicher Zufall, dass ich das gerade gesehen habe hier. Stuhl, hier ist dieses Gemälde. Ja, das bringt uns aber nicht so sonderlich weiter. Ich meine, es ist natürlich jetzt mittlerweile, wie soll ich sagen, offensichtlich nicht unbedingt, aber es schließt schon mal einige Leute aus, die es nicht sein könnten, sagen wir es mal so. Denn zum Beispiel der Ork wird nicht so der begabteste Maler sein, würde ich mal sagen. Nun, auf jeden Fall kann man hier raus, das weiß ich. Hier geht es nämlich nach, genau, hier nach unten und dann kann man hier auch rausgehen. Dann müsste ja theoretisch das Gemälde hier irgendwo, nicht unbedingt hier unten sein, aber in der Nähe von diesem Turm. In der Theorie zumindest. Jetzt sind wir hier draußen. Wenn ich ein Gemälde hätte und ich es, wie soll ich sagen, entfernen müsste oder verstecken muss, damit es keiner sieht, wo bringe ich es dann hin? Was ist das hier für ein Haus? Vilaine d'Antons Haus. Von der Kämpfergilde. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Vielleicht ein Hügel, wo etwas vergraben wurde. Ich weiß nicht, ich suche hier gerade wirklich nach Strohhalm. Ich suche halt wirklich gerade nur, ob hier irgendetwas Ungewöhnliches ist in der Nähe. Aber ich sehe nichts. Nichts, was Ungewöhnliches. Ja, nichts Ungewöhnlicheres, als es sowieso schon ungewöhnlich ist, dass hier überhaupt was geklaut wurde und sowas. In der Richtung. Nun ja.
Gehen wir mal wieder in den Westturm rein. Hoppa! Oder wir gehen mal zu dem Haus von Vilena Dorn. Oder wie sie hieß. Vilena Danton, Entschuldigung. Die Kämpfergildenleiterin. Hallo? Ah, das ist anscheinend der Mann. Wäre doch überhaupt kein Problem, dass wir hier sind. Weil wir sind ja der Ermittler, wir dürfen das. Der dritte Stock, da können wir nicht rein. Hallo? Bitte fahrt fort. Okay, mit dem können wir gar nichts bereden. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Okay. Das ist eine schöne Verabschiedung. Hier ist aber auch nichts. Das wäre auch... Das würde mich auch wundern, wenn jetzt hier das Gemälde irgendwo rumliegen würde. Hm. Gut, wir haben eine Reihe Indizien. Ich kann noch mal kurz gucken. So, ich habe ein interessantes Gemälde von einem Maler zu sein. Ich glaube, ich sollte nach weiteren Spuren suchen. Ich kann übrigens nicht in die Kammer von der Gräfin. Die ist leider abgesperrt und ich habe den Schlüssel dafür nicht. Ist hier noch irgendwas? Ich wüsste nicht, was hier noch sein sollte, aber... Also es ist ja schon relativ offensichtlich, wer es ist, muss man ja so mal sagen. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, triggern muss. Geht nur. Dass hier jetzt etwas passiert oder dass ich irgendwie einen Hinweis bekomme. Sind hier vielleicht Malutensilien? Ihr seid erneut. Sie sagt uns ja nichts. Beschuldigen möchte ich sie jetzt auch nicht direkt. Hm. Das ist mir alles noch viel zu, wie soll ich sagen, das ist zu ungenau. Es ist keine genauen Beweise. Bin ich noch ein bisschen zu unzufrieden mit, muss ich sagen. Irgendwelche Neuigkeiten? Okay, Freunde, ich würde sagen, ich guck mich jetzt noch ein bisschen um und suche, ob ich irgendwas finde. Wenn ich was finde, dann sage ich euch natürlich Bescheid, dann werde ich euch zeigen, was ich gefunden habe. Aber ich denke, dass ich jetzt, ja, hier die ganze Zeit so rumirre, ist ein bisschen uninteressant zu gucken. Wir sehen uns dann gleich. So, Freunde, ich habe jetzt endlich was gefunden. Und zwar habe ich mir das hier durchgelesen. Und, wenn ich einmal kurz schauen kann, wo war es denn? Genau hier. Sie hat gesagt, sie hat Sternmessungen betrieben und ist dann zum Essensbereich gegangen. Und schaut mal, was wir hier haben. Ich habe Farbflecken und einen farbigen Fußabdruck auf dem Teppich im Essbereich hinter der großen Halle entdeckt. Ich glaube, ich sollte nach weiteren Spuren suchen. Ich glaube, das sollte dann mittlerweile reichen. Denn die Indizien sind mittlerweile ziemlich eindeutig. Und ich würde sagen, wir müssen mal mit Chanel ein bisschen reden. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, denn das ist ja das, wofür wir hier überhaupt hergeschickt wurden. Wo ist denn die gute Chanel? Ich bin jetzt ehrlich gesagt überall rumgelaufen. Ich habe nochmal alle, habe nochmal alles durchgelesen. Ich habe alle Türme nochmal durchsucht. Das war ehrlich gesagt ein Glückstreffer, dass ich das dann nochmal gesehen habe. Weil das ist ja auch relativ versteckt, muss man ja sagen. Wo ist denn jetzt diese Chanel, verdammt nochmal? Die pennen hier alle, ne? Na, das ist der Diener. Wo ist denn Chanel, bitteschön? Wie geht's? Mann, 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 jetzt weiß ich, was wir tun müssen und ich finde sie jetzt nicht. Ah, hier liegt sie. Steh mal auf, hab was mit dir zu bereden. Seid erneut gegrüßt. Ich hoffe, eure Suche nach dem Gemälde kommt gut voran. Nun, ja, ehrlich gesagt schon. Beschuldigen. Beschuldigt ihr mich, das Gemälde gestohlen zu haben? Ja, das tue ich in der Tat. Wie könnt ihr es wagen, mich zu bezichtigen, ohne dass ihr genug Beweise habt, um eure Geschichte zu untermauern? Hab ich doch.
Das ist offensichtlich. Oder muss ich nochmal hier das hier machen? Okay, müssen wir das doch nochmal machen. Ich kann überhaupt nicht Ihren Gesichtsausdruck sehen. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Ihr solltet euch was schämen. Witzeln mag sie nicht. Nichts als leere Worte. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Okay, prahlen und bewundern war ihr Ding. Ja. Gar nicht witz. Ich wünschte... Oh nein, spart euch eure Worte. Oh nein, da... Nichts als leere... das ist gute Arbeit. Das ist ein schönes Kompliment. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren gute hier drauf. Arbeit. Ihr solltet... Spart euch eure Worte. Ihr macht mir keine... Bitte, da werde ich ja ruhig. Verdammt. Bleibt weg. Eine tolle Geschichte. Da bist du schon das letzte Mal, dass wir das machen können. Das ist ein schönes Kompliment. Mann! Oh nee, doch nicht. Wir können es nochmal machen. Gar nicht. Spart euch. Oh nein. Bemerkenswert. Oh, 70. Reicht das schon? Beschuldigt. Wie könnt ihr es wagen? Wir haben noch genug. Mann! Was soll ich denn noch suchen? Bis bald. Mann! Was soll das denn? Na gut. Ich werde nochmal weitersuchen. Oder ich glaube, ich gucke jetzt mittlerweile einfach nach, was ich zu tun habe. Wir sehen uns dann gleich. Okay, ich habe das jetzt nachgeguckt. Ich habe ja hier eigentlich schon alles durchsucht, aber... Wow, Farbpalette etc. Chanel scheint mal zu in ihrem Arbeitszimmer zu verbergen. Die Tatsache, dass sie es verborgen hat, ist... Na, erscheint verdächtig. Ich habe nun genug Beweise, um eine Anschuldigung vorzubringen. Ja, super. Ich dachte, ich hätte das alles durchsucht hier. So, muss nochmal leider aufstehen. Tut mir leid. Wappa. Seid erneut... So. Ihr habt schlagkräftige Beweise, aber ich vertraue euch nicht genug, um euch meine wahren Beweggründe zu offenbaren. Willst du mich verarschen? Wir werden sehen. Spart euch das ist ein schönes Kompliment. Nichts als... Ihr seid ich wünsch... Oh nein, das ist zu viel. Nichts als... Bitte, da werde ich ja... Wirklich. Ihr solltet euch was schämen. Wie viel brauche ich denn bei dir? Ihr macht mir... Das ist ein schönes Kompliment. Verstehe. Reicht das? Sehr gut. Okay. Ich gestehe das Verbrechen. Aber ihr müsst verstehen, dass ich es nur aus Liebe zu Graf Valgar getan habe. Ich habe dieses Porträt gemalt. Nachdem der Graf verschollen war, verbrachte die Gräfin so viel Zeit mit dem Bildnis, dass ich eifersüchtig wurde. Ich wollte das Porträt zurückhaben. Und so beschloss ich, es zu stehlen und hinter dem Gemälde in meinem Gemach zu verstecken. Ich schäme mich für mein Verbrechen, werde mich aber meinem Schicksal stellen. Das müsst ihr dann auch leider. Es tut mir leid, aber... Ich bin ruiniert. Wir müssen leider recht vor Gnade walten lassen. Sprecht. Ja, die macht jetzt ein Nickerchen, die wie schön, bewährte Gräfin. Dann warten wir auf sie. Ich weiß, es ist jetzt wenig realistisch, wenn ich hier jetzt warte, aber... Wobei, ich weiß gar nicht, wie lange sie ein Nickerchen hält. Wir warten einfach jetzt auf sie hier. Eine Stunde kann man ja gut warten, das ist ja jetzt nicht so viel. Ist nicht hier, immer noch nicht. Dann warten wir eben hier. Wir halten uns einfach ein bisschen im Schloss auf währenddessen, würde ich sagen. Ne? Bis wir mit der Gräfin reden können. Ah, jetzt können wir... Jetzt ist sie weg. Und wir können mit ihr reden. Sehr gut. Immer noch nicht. Was ist denn los mit der Frau, Mensch? Also mittlerweile bin ich ein bisschen... dezent angepisst, dass sie jetzt hier nicht rauskommt. Tut mir leid, aber das ist nun mal wirklich nervig, wenn man hier die ganze Zeit... Hier schon wieder? Wenn man die ganze Zeit hin und her geschickt wird und dann das nicht hinkriegt, weil da so Farbspritzer sind und so. Das ist doch blöd. Ist sie das? Ich grüße euch. Ah, ihr seid von eurer Untersuchung zurück. Und ich bin sehr gespannt, was ihr herausgefunden habt. Wen habt ihr bezichtigt? Ich habe Chanel beschuldigt. Diese Nachricht von Chanels Verbrechen erschüttert mich zutiefst. Sie war immer ein geschätztes Mitglied unseres Hofes. Doch eure Beweise sind unwiderlegbar.
Sie soll aus Burg Koroll verbannt und all ihrer Pflichten enthoben werden. Da ich jedoch Mitleid mit ihr habe, wird sie nicht ins Gefängnis geworfen. Sie darf Koroll jedoch nie wieder betreten. Meinen Glückwunsch. Das habt ihr gut gemacht. Bitte nehmt dieses Gold und die Edelsteine als Belohnung. Ihr habt es euch verdient. Ja, mir tut es ja sehr leid, ihretwegen. Also... Lebt wohl. Wegen, wie heißt sie? Chanel, aber... Wir können ja nicht einfach die Gräfin anlügen. Es ist gut, euch zu sehen. Wir können nicht unseren Auftraggeber belügen, deswegen. Das wäre sehr unehrenhaft. Ich würde aber sagen, so langsam können wir dann auch weiterreisen. Es regnet ja immer noch in dieser Stadt. Was ist denn los hier, meine Freunde? Ich würde sagen, wir reiten langsam weiter, denn wir haben hier nichts mehr, eigentlich nichts mehr verloren, muss man sagen. Die Pilgerfahrt. Ich habe gerade... Genau, das würde ich gerne mal machen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Da hinten. Wow. Wo ist das? Okay, das ist gar nicht mal so weit weg eigentlich. Also es ist schon ziemlich weit weg, aber ich denke, das wäre auf jeden Fall zu machen. Und dann würden wir auch durch Skin Grad durchkommen. Das könnten wir gut machen, auf jeden Fall. Findet den Erben. Wo war das denn? In Quatsch, genau. Und das ist sogar in Richtung Anvil. Das heißt, wir wären da genau auf dem Weg. Na, das wollte ich jetzt nicht machen. Versuche nach euren Wurzeln. Genau, den Nürnwurz. Den wollten wir auch noch abgeben. Das können wir ja nochmal in diesem Part machen. Und dann reisen wir mal los Richtung Quatsch. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Und es hat aufgehört zu regnen. Das ist doch mal eine schöne Sache. So, meine Freunde. Jetzt ist hier der Schmied, genau. Wer seid ihr denn? Werte Dame. Ich bin Rena Bruyant. Ich liebe Hunde. Aber tut das nicht jeder? Ja, das stimmt eigentlich. Okay, sie hat aber nichts zu sagen. Seht euch vor. Leider. Wo ist denn jetzt... Wo kann ich den Nürnwurz abgeben? Bei der Kämpfergilde? Könnte sogar sein. Scheint mir sogar so. Okay. Wow. Wer war das denn gerade? Hallo. Was wollt ihr? Schönen Tag. Wer war dieser Ork? Hallo? Ich bin Lum Grobarott, der Fröhliche. Mein Bruder Kurz, der ist nicht so fröhlich. Okay, was auf kann er uns lehren? Training. Blocken. Nee, danke. Seht euch. Morgen. Guten Tag. Der Porter. Papa Ante Porters. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es doch gar nicht. Mensch. Ich will doch nur so diesen Nürnwurz abgeben. Ich weiß noch nicht wo. Eigentlich bei einem Alchemisten, aber... Hallo? Die Magiergilde. Ja? Wahrscheinlich eher bei der Magiergilde, ne? Jetzt, wo er das gerade gesagt hat. Das würde da auf jeden Fall mehr Sinn machen, wenn da ein Alchemist wäre. Der uns mehr über den Nürnwurz erzählen könnte. Jede Menge Hunde in dieser Stadt. So. Hallo? Hallo? Hallo. Ich bin Alberic Litte von der Magiergilde. Ich bin erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ebenso. Er kann uns nichts erzählen. Wiedersehen. Hallo. Wow, Stribonia, was bist du denn für einer? Ein neues Buch fertiggestellt. Ich interessiere mich allerdings nicht dafür. Einige von Scribonias Werken gefielen mir, aber alles habe ich nicht gelesen. Meint ihr? Gibt es Neues aus den anderen Regionen von... Diese Gespräche sind total, totaler Nonsens eigentlich. Seid ihr vielleicht daran interessiert, der Magiergilde beizutreten? Das bin ich in der Tat, ja. Na dann, das ist keine Kleinigkeit. Die Mitgliedschaft ist eine große Ehre, aber auch eine Verantwortung. Wollt ihr der Gilde beitreten? Ja. Nun gut, ihr seid nun ein Schüler der Magiergilde. Ihr habt nun vollen Zutritt zur Gildenhalle und dürft sie nutzen. Ihr braucht Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen, wenn ihr höher aufsteigen wollt. Bis dahin bleibt euch die geheime Universität verschlossen. Willkommen in der Gilde und alles Gute. Sehr schön. Schön. Wie ist das wert? Kannst du mir was mit dem Nürnwurz helfen? Nee, auch nicht. Lebt wo? Wo müssen wir denn den Nürnwurz hier abgeben? Bei dir? Jetzt ist es hier grün.
Auf Wiedersehen. Scheint mir so, als wäre ich hier richtig. Jetzt ist es rot. Das heißt, hier war jemand, der den Nöhnwurz würdig ist. Fantastisch. Ich kann es kaum glauben. Seid gegrüßt. Er hier vielleicht. Hallo? Entschuldigt mich, mein Name ist Angalmo. Kann ich euch helfen? Ah, Nöhnwurz. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich euch das abkaufen und dann zu Sindarion nach Skingard bringen. Er ist der Experte für seltsame Pflanzen. Vielleicht solltet ihr ihn das ansehen lassen. Wenn irgendein Alchemist euch helfen kann, dann sicher er. Verstehe. Wollen wir doch mal zu ihm gehen? Lebt wohl. Alles klar. Ich würde sagen, dann können wir in diesem Part schon mal anfangen loszureiten. Richtung Quatsch. Wo liegt denn überhaupt Skingard, wenn ich das mal kurz nachschauen dürfte? Ah, das ist sogar vor Quatsch. Das ist ja perfekt. Dann haben wir eine richtig schöne Reihe da. Speichern wir noch einmal. Und dann verlassen wir Korol, auch wenn es eine sehr schöne Stadt ist. Ich überlege mir sogar hier ein Haus zu kaufen. Das wäre eine gute Idee eigentlich. Aber wie gesagt, das gucken wir uns später an. Dich kennen wir schon. Und verlassen wir jetzt Korol. Gehen Richtung Forst. Und reiten dann Richtung Skandir, oder? War das Skandir? Auf jeden Fall Richtung Quatsch. Seid gegrüßt, Nord. Genau, hier ist unser Pferd. Perfekt. Pferdchen, komm mal mit. So. Kurz drehen. Und los geht die wilde Fahrt. Alles klar. Ich glaube, wir müssen erstmal Richtung der imperialen Stadt gehen, ne? Genau, ich würde ja möglichst am liebsten auf den Straßen bleiben. Auf dem Weg können wir vielleicht noch hin und wieder meine Festung bestreiten. Ich weiß nicht genau. Können wir mal gucken. Wir haben ja auch noch diesen Auftrag von der einen Gastwirtin offen, dass wir ihr diesen Wein bringen sollen. Habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Aber generell möchte ich erstmal Richtung Quatsch laufen. Wir sind auch momentan immer noch nicht stark. Wir sind ja immer noch Level 1, wenn man das so sieht. Dennoch glaube ich, dass wir mittlerweile relativ gute Chancen gegen Banditen etc. hätten. Ihr habt ja gesehen, bei den Goblins sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Die haben uns nicht wirklich groß schaden können. Das wird bei den Banditen, denke ich, ähnlich sein. Da vorne ist die imperiale Stadt. Da sieht man schon diesen riesigen Turm, von dem wir noch immer noch nicht wissen, was der überhaupt darstellen soll. Ich weiß auch noch nicht genau... Oh, guten Tag, ein imperialer Kämpfer. Ich weiß auch immer noch nicht genau, ob wir jetzt so verhasst sind. Oh, die Leiche liegt da ja immer noch vor dem Wegelagerer. Interessant. Die Natur hat sich den noch nicht zu eigen gemacht. Ich frage mich immer noch, ob wir jetzt verhasst sind, beziehungsweise ob wir gejagt werden, weil wir ja eigentlich im Gefängnis hätten sein sollen. Ja, vielleicht hat uns der Kaiser einfach in seinem letzten Atemzug freigesprochen von all unseren Sünden. Irgendwie macht es, ich weiß nicht, es ist irgendwie total entspannt, wenn man hier so lang läuft. Lang reitet vielmehr mit seinem Pferd. Sehr entspannte Sache. Können wir eigentlich hier ein bisschen Offroad laufen? Ja, sollte das Pferd auch hinkriegen. Hier vorne ist auch noch dieser Bandit, der uns angegriffen hat. Hätte eigentlich gedacht, dass die mittlerweile von der Natur aufgenommen worden sind. Also von Wölfen oder sowas in der Richtung. Aber anscheinend nicht. Und so lange muss man auch gar nicht reiten. Ne? Die Karte ist schon sehr groß. Aber wenn man reitet, dann kann man sie relativ schnell durchqueren, wie mir scheint. Nun gut, jetzt sind wir praktisch hier beim Wegekreuz angelangt. Hier steht, genau, Richtung imperiale Stadt, müssen wir hier rechts. Möchte ich zwar nicht hin, aber wir müssen auf jeden Fall hier Richtung Süden reiten. So, da vorne ist praktisch dieses Wegekreuz, was ich angesprochen habe. Da müsste Quatsch eigentlich auch schon draufstehen oder irgendwas in der Richtung. Genau, Skingard und Quatsch, ja genau, die drei Städte, die wir brauchen. Skingard, Quatsch und Anvil, da müssen wir hin. Werden wir doch mal schauen, wie weit wir da kommen oder ob wir noch theoretisch vorher aufgehalten werden. Wo müssen wir denn hier? Müssen wir abbiegen? Wir müssen hier rechts und dann geradeaus weiterreiten praktisch. Sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel zwar schon länger auf der Platte. Oh, guck mal, was ist denn da unten? Meine Statue. Ich habe es aber noch nie so... Wollt ihr nicht die Brücke nehmen? Ich habe es noch nie so weit gespielt, sagen wir es mal so. Also ich habe es schon immer... Ja, ich habe es schon immer ein bisschen angespielt, aber jetzt bin ich praktisch blind unterwegs. Also ich habe das
eher angespielt, als dass ich es gespielt hätte. Das ist eine schöne Sache, weiß ich. Es macht total viel Spaß. Es macht auch wesentlich mehr Spaß, als wenn ich das einfach so alleine in meinem Kämmerchen, wenn ich hier sitze, spielen würde. Wie steht es denn hier auf dem Schild? Wo müssen wir hin? Hier rechts. Oder eben nach Osten. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Südosten reiten, ne? Ja. Beziehungsweise jetzt reiten wir eher nach... Nee, Westen. Nach Westen reiten wir. In den Westen. Ich würde auch sagen, dass wir das... Dass wir in diesem Part noch auf jeden Fall in die nächste Stadt kommen. Damit wir dann auch... Oder damit... Ja, wir langsam auch mal weiterkommen. Denn die letzten Parts waren, sagen wir mal so... Da ist nicht so viel passiert. Ne? Und da möchte ich doch ein bisschen gegenwirken, indem wir dann einfach die Reisezeiten im Zweifel dann ein bisschen den Part verlängern. Wenn die Reisezeiten dementsprechend lang sind. Und ich finde, es ist eigentlich auch ganz schön, hier mal ein bisschen durchzureiten. Ne? Das ist eine schöne visuelle Erfahrung. Sehr angenehm. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass wesentlich mehr Wegelagerer hier unseren Weg kreuzen würden. Aber das scheint ja überhaupt nicht so zu sein. Genau, wir müssen weiter in diese Richtung laufen. Wir sind genau auf dem richtigen Pfad Richtung Skingrad, wo wir dann den Nirnwurz abgeben werden. Die sind überall Ruinen. Das ist wirklich schon fast beängstigend. Die Grünmethöhle. Die ist hier. Aha, interessant. Wollen wir die erkunden? Wow! What the hell? Was bist du denn für ein Vieh? Kobold. Wow! Pferd, ganz ruhig, alles gut. Was waren das denn für aggressive Kobolde? Bah, Koboldgalle, aber die bringt viel Geld. Und wiegt nichts. Viel Geld ist natürlich auch eher relativ gesehen, aber... Ich glaube, wir sollten mal den Kobolden ein bisschen den Garaus machen, oder? Oh. Ist da wirklich eine Höhle? Die Schriftart hat nicht gelogen. Und es ist verdammt dunkel hier drin. Oh! Du kleine Sau! Okay, drei Schläge brauchen die. Das ist... Oh! Oh! Wo? Oh, eine Ratte ist das. Okay. Das ist durchaus zu verkraften. Hier ist eine Truhe. Mit ein bisschen Geld und einem Seelenstein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich höre, glaube ich, Ratten, oder? Ist das Ratten? Auf jeden Fall geht es hier anscheinend raus. Oder warum ist es hier so hell? Oh, ich bin zurückgegangen. Ich bin so intelligent einfach. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Tut mir leid. Das liegt wieder daran, dass ich kurz unterbrochen wurde zwischendurch. So, hier müsste es aber weitergehen, ne? Hä, bin ich jetzt wieder im Kreis gelaufen? Ne, da bin ich hergekommen. Hier geht's weiter. Okay. Ist wieder so ein Kobold. Auf in den Kampf! Da hinten ist noch einer. Okay, wir sind mittlerweile ziemlich stark, habe ich das Gefühl, ne? Stark natürlich relativ gesehen, aber... Sehr gut. Leichte Rüstungsweste. Nehmen wir sie auf jeden Fall mit, ne? Scheint magisch zu sein. Auf jeden Fall bringt sie sehr viel Geld ein. So. Koboldgalle nehmen wir natürlich mit. Hier ist keine Truhe oder sowas in der Richtung. Schade. War es das? Das war die Höhle? Hm. Nun gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Schade, dass es so wenig war. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Hm. Ich sehe zumindest nichts. Auf der Karte vielleicht mal gucken. Oh doch, da vorne ist noch eine weitere Fortführung der Höhle. Ich laufe hier sehr aggressiv durch, muss ich sagen, aber bisher habe ich auch nicht unbedingt die Angst davor, dass hier
wirklich Gegner sind, die mir schaden könnten, muss ich sagen. Und das scheint mir ist nicht der Fall. Ich speichere mal kurz zwischen. Hier geht's runter und hier geht's nach links. Scheint doch größer zu sein, als ich dachte, die Höhle. Dachte, das wäre eigentlich nur so ein kleines Versteck von Kobolden. Oh, Electrifier. Hallo? So. Nochmal kurz heilen. Aber wie ihr seht, wir kommen hier schon sehr, sehr gut durch, muss man sagen. Und ich rushe hier natürlich auch ein bisschen durch, aber ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, hier laufen ja nur Ratten und Kobolde rum. Trank, okay. Hier geht's auch nicht weiter. Hm. Also diese Höhle werden wir auf jeden Fall noch in diesem Part beenden, beziehungsweise zu Ende erkunden. Hier ging's weiter, ne? Hier geht's auf jeden Fall erstmal zurück. Genau, hier hoch und dann ja hier zur Linken war ja was, oder? Genau. Hm. Es sind bestimmt noch einige Kobolde. Auch wenn ich gerade keine sehe. Oh! Ha! Nerviges Viech. Die Musik klingt so verheißungsvoll. Als wäre hier noch irgendjemand. Wow. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Oh, scheint so, als würde jetzt hier sich der Kreis schließen. Wobei wir hier noch weiter nach oben gehen. Oh, da hinten, das ist eine sehr große Höhle hier. Da ist auch ein Kobold, aber nur einer. Wupp, ausgewichen. Sehr gut. Hier ist noch eine Truhe oder eine Kiste. Oh, war das schlecht. Sehr gut. Wow. Nicht schlecht. Alles so Magier oben, habe ich das Gefühl. Soll mich auf jeden Fall nicht stören. So. Geht's noch weiter in die Höhlen rein? Okay, Freunde, ich würde aber sagen, so langsam können wir den Part dann auch beenden. Verborgene Kammern. Gut, die erkunden wir dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich wünsche noch eine wunderprächtige Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.